Ich will hier raus. Beruhige dich. Vielleicht kann ich dir helfen. Ach ja? Und wie willst du mir helfen? Ich könnte dir erklären, woraus diese Substanz besteht, in der du drin steckst. Was soll mir das bringen? Davon kann ich mich auch noch nicht befreien. Durchaus. Aber eventuell wirst du die Ursache verstehen und dann werden wir eine Lösung finden. Erklär's mir. Bei Regen sickert das Wasser durch unterschiedliche Bodenschichten in das Grundwasser. Im Regenwasser ist ein hoher Anteil an feiner Kohlensäure vertreten, welcher aggressiv auf Metallionen wirkt. Gelangt dieses Wasser durch eine Kalkschicht, werden Calciumionen gelöst. Reagieren Kohlensäure und Kalk miteinander, so spricht man von Calciumhydrogencarbonat. Unser Trinkwasser gewinnen wir unter anderem aus Brunnen, Quellen und Oberflächengewässern. Bevor das Trinkwasser in die einzelnen Haushalte gelangt, fließt es durch einige Seen und Flüsse, wobei es bei der Verdunstung mit Luft in Kontakt kommt. Der dabei entstandene Wasserdampf löst nun sowohl nutzbringende als auch schädliche Gase, welche sich in der Luft befinden. Während dieses Prozesses wird der pH-Wert des Wassers gesenkt. Er wird sauer. Wenn das Wasser nun weiter durch den Boden zu den Wasserwerken und in die Haushalte gelangt, ist es in der Lage, im Boden Mineralien zu lösen. Den Kalk, welchen wir größtenteils in einzelnen Haushalten vorfinden, besteht aus Calcium und Magnesium. Beide Stoffe lassen sich relativ leicht im Wasser lösen und werden so in die Leitung befördert. Folgen sind häufig defekte Geräte sowie Verstopfungen und Ablagerungen. Da wir in Halle weiches Wasser haben, treten diese Folgen nicht so häufig auf. Ja, schön und gut, aber ich bin immer noch nicht frei. Dafür wird das superreine, weiche Wasser sorgen. Sieh, da kommt unsere Rettung. Nein!